Und damit seid gewusst, mit dem Zwergenummer zu bringen zu einem neuen Part. Pokémon Uranium mit dem Zwergenfürst. Ja, Abend ist es geworden. In Pokémon Uranium. War wir hier schon drin? Ja, yeah, Pokémon. Best game ever. I just beat the bad guys out of the. Naja, at the game corner. Ja, wie gesagt, also Pokémon Uranium ist auch sehr, also das ist ein Fangame. Pokémon Uranium unterstützt auch die Originalspiele, wie auch hier in einigen Dialogen offensichtlich gemacht. Ja. To be honest, I am a little worried about these video game things. Ja, die Eltern beklagen sich mal wieder über die Kinder, die zu sehr in Videospielen hängen. Na dann, weiter heute in Dodo City oder wie hieß die Stadt? Nasekratz. Mich juckt's an der Nase. Ja, Dodo Town, City of Caves. Take our route, don't travel west. Okay. Well, an outsider. Welcome to Bono, a real town. This here's an old mining town, and the best and biggest mine is down in the local gym. Oh, eine Gesteinsarena, die als Mine, als, ja. Oh, ja, ich sehe es schon. Ein Bigger Gym. Es ist eine Mine. Oder eine Höhle. Die Arena ist eine Höhle. Na, sehr schön. Da gehen wir jetzt noch nicht rein. Wir reden erstmal mit jedem und allem. Schauen uns hier erstmal um. Subway. Ich habe aber keinen Hunger mehr. Ich brauche jetzt gerade keinen. Ich brauche gerade nichts mehr zu essen. Danke, aber das Sandwich nehme ich mir später mit. Ever since I enrolled my kids in the school here, I had peace and quiet. My soap operas and today are on today. I need to find out if the breeze plot to disguise himself as his twin. Movies will be bastards or not. Ja. Seifenopern. Ist das richtig so übersetzt? Ah, da geht's weiter auf die nächste Route. Okay, Subway. The Borough Subway is still under construction, however. You can't use it yet. Und wie ich es richtig mitbekommen habe, macht diese Werbung offensichtlich Kampagne gegen die Städte, die weiter westlich liegen, also unsere Heimatstadt und auch No-Touch City. Gegen die wird es da auch Kampagne betrieben. Der böse Westen. The truth is that this town is so peaceful that I don't have anything to do. Ja, zu viel Friedfertigkeit ist dann auch hier zu. Ja, das ist dann auch zu kompliziert, dann wird einem langweilig. Hey, welcome to Mrs. Rustic Shop. Would you like to check out store? Na, sicher doch. Welcome, how may I serve you? Bye. Was hast denn du? Einen G-Powder? Okay, werden Zitronen verdickt oder was? 50 zu 100. Eins davon war doch dieses Beleberdingens. Aber bitte Medizin, der Tier ist alles anders. Okay. Interessant, ich habe bloß leider gerade kein Geld mit dabei. Können wir nichts von deinem gedealten Zeug annehmen. Mit 200 HP, das 50 HP Points. Eigentlich würde ich diese Energy Roots gerne kaufen. Da gab es auch noch irgendwann so ein Kräuter, was man sich mitnehmen konnte. Was wie ein Top-Beleber gewirkt hat, also unbedingt. Das kann man, das ist. Und die Preise waren zumindest in den Hauptspielen ziemlich human. Ist besser als jeder Top-Beleber. Sollte man diese Kräuter kaufen, wenn man die wirklich hat.
don't have any idea just how deep this lake is. No one really knows what can be found on its bottom. Was für ein Lake? Der Tümpel hier? Every day is a nice day here. Scheint hier ein richtiges Paradies zu sein. Paradise. Ich glaub's ja fast nicht. You might be asking, what's a policeman doing here, just looking at flowers? The scene is that this town is so peaceful and perfect that I don't have anything to do while working. I even get paid for that. Fürs Blumen ziehen im Dummen anschauen. Zeit lang. Das ist auch nochmal eine Sache. Das ist auch nicht schlecht. Ja gut, haben wir die Stadt erkundet. Hier gibt es nicht viel zu sehen. Es ist einfach eine friedvolle Stadt und ja, eine ruhige, friedvolle Stadt. Die Cave? Exception Master. Okay. Na dann, mein Team ist geheilt. Müsste eigentlich... Ja, Level 13, Level 14... Stein, das Pokémon. Ja, da würde ich fast sagen. Ja, Mordi, da können wir eine Spitze stehen lassen. Wenn wir als erstes kämpfen. Ja, wir speichern kurz mal zwischen. Eigentlich gar nicht nötig, aber vor der Arena mal speichern. Ist nicht verkehrt. Komm mal rein in der Leiter dann nochmal. Oh! Eine Arena-Höhle. Hallöchen. Sport. If you are here to face the gym leader, you'd better be prepared. The villain here used a variety of Pokémon which are found in caves. Dann dürfte das kein Problem sein. Ready to face rock ground and poison types. Make sure you forget every water fighting type. It's sure to come in handy for this battle. Here, take this. Freshwater. Das ist gut. Gut, Flug und... Nee. Kampf und was anderes noch. Trainer umgehen. It looks like there is a place to put an item in there. Maybe gem of some kind. Okay. This rock up here is breakable. Oh, ja gut. I stand myself by crushing boulders with my fists. Okay, erstmal ein bisschen, dann können wir wahrscheinlich den Stein zerstören. Uns dort ein Item herausnehmen, was wir Statue dort hineinpacken können. Na dann, Mordi. Wie wär's mit Ember? Und Astronomy? Glaube ich effektiv. Naja, effektiv sieht anders aus. Aber gut. Er wird zumindest nicht sofort besiegt. Mudslap. Das könnte effektiv sein. Was? Macht das einen Effekt? Mist. Was Mist? Was für ein Trick? Mordis Flame Buddy. Das ist gut. Na komm. Tonami. Wir siegen. Gibt es ein paar Erfahrungspunkte für Mordi. Das wäre ganz gut. Level 14. Nice. Level 14 noch nicht ganz, aber... Ja. Noch so ein Ding. Na toll, gleich sind wir erledigt. So, na komm. Oh, das sieht interessant aus. Das könnten wir vielleicht sogar schaffen. Back.
Potion. Nutzen wir die mal hier. So viele werden wir nicht brauchen für den Erinnern halt. So schlimm wird er nicht sein. Hoffe ich. Mit Vergiftung müssen wir wahrscheinlich leben. Müssen wir vielleicht einen Entgiftungstrank holen. Ein Entgifter, ein Gegengift. Und zwar mal kaufen. 14, sehr gut. Schwarzkurz besiegt. Und Gott smashed. Fliegt jetzt 9010. Ne, 910. Power Nick. Ja. Lieber auf Deutsch. Die Zahlen lieber auf Deutsch. Kein Item hier. Aha. Interessant. Oh. Da hat sich's versteckt. Vielleicht. Ja, sehr gut. Was, das war's schon? Ja, gut. Das war das Rätsel. Ich gehe mal kurz ins Pokémon Center. Das Team heilen. Und dann geht's heute schon an den Arena-Leiter. Ja gut. Dann also den Arena-Leiter besiegen. Holen wir uns den zweiten Orden. Zweiter Arena-Orden. Müssen wir ja nicht gegen jeden kämpfen. Jeden Trainer. So, ich fordere dich heraus. Hey Trainer, I'm sure you know this way, no. But I'm Davern, gym leader of Bonatown. I raise Pokemon that are found in caves. Most people find caves scary, but ever since I was a kid, they always felt like home. That's why I duck out this bone don't mine and convert to into game into gym. My Pokemon are toughened through hard work and battle. Can you stand up to our strength? Show me what you are not afraid. Zwei und da wären. Svegi fordert den Arena-Leiter heraus. Matzlen. Was auch immer das. Halt durch! Auweih. Ja gut, Modi scheint hier nicht der effektivste zu sein. Ja, ist nicht das Beste. Mal schauen, ob wir es aushalten. Matzlen. Okay, wir haben es ausgehalten. Auweih. Dein Trank ist eigentlich, ja, das können wir eigentlich stecken lassen. Bulldogs. Vielleicht Pumpi, aber ich setze erstmal Markus ein. Markus, der hat sich normal, wenn er so gut bewiesen. Schauen wir mal. Metal Claw. Na komm. Auweih. Ach du Schreck. Na komm, Metal Claw. Oh, das ist gut. Ja gut, zum Glück habe ich ein paar Tränke mit dabei. Das wird nicht dauerhaft helfen, aber... Ach du verdammt, hat sich auch geheilt. Und der Trank hat mich nur teilweise. Ah, verdammt. Ja gut. Ja gut. Oten vielleicht. Jetzt ist Pumpi unsere letzte Chance. Hier beim ersten Versuch. Wing Attack. Vielleicht. Da wechselt er nur das Pokémon. Quick Attack. Na komm. Wing Attack war deutlich effektiver. Na komm. Oh weia.
Ich habe nicht gedacht, dass es leicht wird. Habe ich schon gedacht, aber ja. Super Potion. Sehr gut. Na komm. Oh, hält sich auch. Ach, das ist so eine Sorte von den Leuten. Kann sich selbst heilen. Das ist doch keine Pflanzenarena hier. Oder zwei Modi gibt der richtige. Im roten Bereich. Na komm, halt durch. Sehr gut. Super Potion. Wir haben noch ein paar dabei. Zum Glück haben wir Trinker. So, Wing Attack. Na komm. Da haben wir das erste besiegt. Immerhin. So, weiterkämpfen. Oh, der wohl. Scheint die Wetterentwicklung von Dingens zu sein. Level 15. Also Pack, na komm. Ja. Scheiße. Die Wetterentwicklung von Markus. Das scheint sie zu sein. Na komm. Sonst muss es Pumpi gleich retten. Der Flug scheint hier wirklich nicht effektiv zu sein. Ja, sollte ich vielleicht mal lassen. Na komm. Noch ein bisschen kannst du kämpfen. Oh wei. So, Quick Attack. Aua, aua, ja. Au, Schande. Ja, ein letzter kläglicher Versuch. Ja, Pumpi muss es retten. Achtung, Hacke. Ansonsten zweiter Versuch. Ist ja keine Schande. Ist keine Schande, dass wir einen zweiten Versuch nochmal zu versuchen. Quick Attack, das hat ja bisher so gut funktioniert. Angst. Sing, na komm, das ist gut. Der wacht bestimmt gleich wieder auf. Gast. Wahnsinnig. Das ist ja der Wahnsinn. Der reine Wahnsinn. Was meine Attacken hier anrichten. Ich glaube, für den ist dann Moli der Beste. Blacked out. Ja gut. Zweiter Versuch. Naskratz. Devil. Gut. Ich hatte halt bei der normalen Arena bei der ersten Arena kein Problem. Dafür habe ich hier Probleme. Jetzt. So, eigentlich sollten wir jetzt mal wechseln. Roten war, glaube ich, hier ganz gut. Was? Ach, du Kacke. Das kann nicht rausgewechselt werden. Ach, verdammt. Wir müssen das Team umsortieren. Ah, Schreck. Das geht doch wieder in die Hose. Jetzt Modi weg. Damit haben wir keinen mehr. Jetzt nehmen wir das. Ja, Oten. Das ist, glaube ich, mein bestes Pokémon für diesen Kampf. Das hat hier die besten Möglichkeiten. Mordrill. Wing Attack. Na, Kacke. Müssen wir Tränke einsetzen, dass die Hoffnung lieber haben. Und dass er sich nicht allzu oft teilt. Genau. Wing Attack. Na komm. Na komm, das schaffst du. Auch wenn er sich wieder heilt. So ein Trank wäre jetzt nicht schlecht. Super Potion.
weiß nicht, wie viele wir noch von Doppelgänger halal, wie viele wir davon noch haben, von den Tränken. Aber gut. Pack. Oh weia. Das ist jetzt nicht so das Ding. Deswegen erst einmal besiegt. Das heißt aber nix. Also das war von uns Antiklin. Der schrieb schon wieder das Viech. Oh weia. Ich glaube, hier ist Modi der Beste. Für diesen Kampf. Ja, weia. Ich glaube, wir sollten mal wechseln. So, Markus entwechseln. Das könnte eventuell was bringen. Ein wenig. Der könnte zumindest etwas aushalten. Der könnte die Angriffe ein bisschen einstecken. Metal Claw. Versuchen wir's. Hey, der andere. Metal Claw. Critical Hit. Ach, Kacke. Es geht doch die Medizin aus. Super Potion ist schon fast alle. Ein Belieber haben wir mit dabei, den könnten wir versuchen zu nutzen. Gut. Headbutt. Na komm. Critical. Headbutt. Au. Ja, Potion. Dann müssen wir halt die normalen Tränke benutzen. Solange es noch geht. Oh weia, das wird hier keinen Zucker stecken. Matzlab, probieren wir das mal. Oder auch nicht. Ja, Oten. Das ist jetzt die beste Möglichkeit hier. Unsere beste Option. Wing Attack. Ja, das ist ja hoffnungslos eigentlich. Hat das irgendwas getan? Ach, verdammt. Wir sind so am Arsch. Wir müssen Pumpi ganz nach vorne packen, damit er mal starten kann. Oder Oten ganz nach vorne. Doppelt speichern ist besser. Schadet nicht, hilft aber auch nicht. So, versuchen wir es noch. Ach du Kacke, ja. Ich wollte das Team doch umwechseln. Mit Modi am Anfang keine Spitze. Nicht gut. Ich bin ja noch nicht raus. Oh wei. Müssen wir hier schon aufgeben beim zweiten Orden. Versuchen wir's. Bulldogs. Ja. Das, wovon Mordi geredet hat. Die Walzer-Attacke. Na komm, Benzin. Irgendwann schaffen wir es. Wenn wir unser Team hochgelevelt haben. Das können wir nicht, weil wir dann Kämpfe verlieren. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen Training machen. Im Gras. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist das das Geheimnis. Na, prinzipiell würde es Modi auch hinkriegen. Wenn wir den Getränken geheilt kriegen. Der ist halt ziemlich schnell besiegt. Jetzt pumpe ich vielleicht.
Und das ist gut. Na komm. Dann besiegen wir den ersten. Ah, Kacke. Dein Trank eingesetzt. Besiegen wir den ersten mit Pumpi, wenn es klappt. Ach, Kacke. Diese Selbstheilung, die ist. Ach, das ist doch gut. Ja. Versaut uns die ganze Tour. Quick Attack. Sehr gut. Erstes Pokémon besiegt. Vielleicht klappt es dann diesmal doch. Wir kämpfen weiter. Gegen das Ding. So, Medizin. Potion. Sehr gut. Metallklauen. Das ist gefährlich. Quick Attack. Nicht schlecht. Ich bin schon erledigt hier. Nein, keine Beeren. Potion. Super Potion. Pumpi. Wenn Pumpi jetzt die ersten beiden schafft, das wäre ein Traum. Wird wahrscheinlich jetzt nicht so werden. Dann könnten wir es eventuell schaffen. Ja gut. Vorarbeit geleistet. Und wenn er nun diese drei Pokémon hat, hat er hoffentlich nur. Da haben wir vielleicht sogar eine Chance. Na komm, setz ein. Headbutt. Okay. Alles Taktik, alles Taktik. Markus. Jetzt mal pauschen. Jetzt durch. Ah, könnte knifflig werden jetzt. Headbutt, na komm. Matzlet. Oh, ein KP noch, na komm, setz ein. Das könnte. Ach, Dreck. Spot Potion, na komm. Vielleicht. Haben wir doch noch eine Chance. Komm, wenn du bei NKP wieder bleibst, dann wäre es gut. Matzlap, na komm. Nice. Sehr gut. Und jetzt mach's alle. Da war es noch eins. Attack Mist. Ach bitte. Halt nochmal von vorne. So, Matzlap. Aushalten. Aushalten, Markus. Ja, nice. Und Headbutt. Mist. Ja, das ist ja Mist. Das ist das Mist. Na komm. Na komm, irgendeine Attacke. Mudslap. Na komm. Kann ich auch. Na komm. Mist. Das geht doch nicht. Ich habe bald keine Tränke mehr. Wir brauchen noch Tränke für den anderen im letzten Kampf. Oh, sehr gut. Knox-Attack Mist, was ist denn hier los? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, besiegst du jetzt. Critical Hit. Was willst du denn hier noch einsetzen? Ich hatte gehofft. Jetzt haben wir noch Autumn. Da schwinden unsere Chancen. Ein Pack, na komm. Okay. Zwei besiegt. Jawohl. Hau bei, na komm. Ja, das ist halt Kacke. Da bräuchten wir Tränke. Ja, Kacke. Wir haben fast keine Tränke mehr. Boten. Ja, Quick Attack. Ja, komm.
Auweia. Berries, Medizin, Potion. Ah ja, das kann jetzt auch mitgehen. Let's watch. Ja, dort kommen wir so nicht weiter. Ich überlege, ob ich den Beleber einsetzen, aber auf wen? Das wäre taktisch schlecht eine Möglichkeit. Oder Schwarte auf 50. So wird das nix. Wen wollen wir nehmen? Mit wem wollen wir was versuchen? Ich glaube, Markus ist dann die beste Möglichkeit. Brumbi, wollen wir es vielleicht mal Brumbi versuchen? Mit Morty? Nee. Brumbi könnte eventuell die falsche Entscheidung sein. Markus auch. Nicht gut. Es ist machbar. Switch in. Bräuchten mehr Tränke. Die wir nicht haben. Versuch schon zu taktieren. Ja, das ist halt jetzt nicht so toll mehr. Quick Attack, weil es ja so viel gebracht hat. Das wäre jetzt unklug. Wir müssen noch ein bisschen Training machen, dann geht das. Das ist machbar. Es ist machbar. Gut, dann gehen wir hier erstmal. Üben wir uns im Kampf gegen die hier. Vielleicht können wir dort ein bisschen Training machen. In den Arena kämpfen. Ja gut. Dann ein paar Levels sammeln. Und dann gehe ich offscreen nochmal ins hohe Gras trainieren. Ja, mit ein bisschen Taktik, das ist machbar. Aber wir brauchen mal ein paar. Da brauchen wir ein entwickeltes Markus und ein. Also auf Level 16, 17 können wir es nochmal versuchen. Großes Grastraining ist in diesem Spiel ziemlich schwer, aber. Ja, muss ich mich halt dran setzen. Ja. Puh. Ach stimmt, Mats, ich rede hier die ganze Zeit und bemerke hier nicht, dass ich Kacke baue. Scratch. Modi besiegt schon fast. Nee, Tränke setzen wir jetzt hier gerade nicht ein. Flame Buddy, das ist gut. So. Ach, das ärgert mich doch jetzt, dass ich das nicht geschafft habe. Ja, die Pokémon sind halt 15 Level 16. Ich komme hier mit 13 Level. Wir sind Level 13, Level 15, Level 14. Ja, müssen wir Offscreen Training machen. Wahrscheinlich werde ich jetzt noch ein bisschen On-Screen-Training machen. Also, aufgenommenes Training machen. Weil der Markus wird sich gleich entwickeln. Vielleicht sogar schon diesen Part jetzt hier. Der ist gleich Level 15. Ja, mal schauen. Das ist Level 16, Level 17, da können wir dann anfangen. Können wir dann nochmal versuchen, ja. Uns reinzuwagen. So, Level 15. Nice. Sehen wir jetzt unsere erste Entwicklung, oder was? Mit God smashed. Ja, nice. Markus entwickelt sich. What? Markus ist im Link.
Nice. Congratulations, your Marcus evolved into Dioral. Dioral. Wenn jemand spricht. Sehr gut. Na dann, hatten wir unsere erste Entwicklung. Da haben wir doch zumindest einen Höhepunkt, die man in ein Part reinpacken kann. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Habe ich vielleicht schon irgendwie in zwei Parts reingequetscht? Oder vielleicht ist auch erst ein Part. Muss ich mal gucken. Gut. Burnout. Ja, dann wohl erstmal rohes Gras. Ich komme wieder, Arena. Ich komme wieder.